Hallo und willkommen bei Schattenwacht Tarot. Willkommen auf diesem Kanal. Ich habe hier Karten gemischt und ausgelegt für Sternzeichen Wassermann für das gesamte Jahr 2021. Die Legung ist vorrangig für den privaten Bereich, also für eure Beziehungen, Partnerschaften oder auch andere liebevolle Verbindungen. Ihr könnt diese Legung aber allgemein auf alle Kontakte ummünzen. Es ist eine allgemeine Legung. Ich werde hier vorrangig von Energien sprechen. Also wie geht es euch so und was kommt vom anderen, vom Umfeld entsprechend zurück? Ich habe ausschließlich mit Tarotkarten gelegt. Ich habe verschiedene Decks benutzt. Die Legung ist wie folgt aufgebaut. Hier oben sehen wir die Energien zum Jahresumbruch von 20 auf 21. Ja, hier haben wir die Energien von Wassermann, hier vom Gegenüber und hier in der Mitte, was verbindet oder was trennt euch. Und dann geht es hier weiter runter, Quartal pro Quartal, linke Seite Wassermann, rechte Seite das Gegenüber, der Partner, das Umfeld, die Familie, je nachdem, wer sich bei euch in der Nähe befindet, mit wem ihr es zu tun habt, wer euch so wichtig ist. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es macht Sinn, bei diesen Jahreslegungen sich das Video zum späteren Zeitpunkt nochmal rückblickend anzuschauen im Jahresverlauf, weil, ja, weil sich dann einfach mehr Sachen erschließen. Ja, man kann vielleicht mit gewissen Sachen momentan noch nicht so rechnen, die sich aber im Jahresverlauf ereignen. Es passiert ja viel im Laufe eines Jahres. Es kommen auch manchmal neue Menschen dazu, die eine wichtige Rolle spielen. Oder es gehen gewisse Menschen. Das ist eben so. Zunächst mal möchte ich sagen, bei Wassermann wird vieles los sein. Insgesamt die nächsten 2 Jahre. Es finden interessante Planetenbewegungen statt. Also seit Dezember 2020 ist Jupiter sowie Planet Saturn in den Wassermann gewandert. Das ist sehr besonders. Gerade Planet Saturn kommt nur alle 24 Jahre in ein Sternzeichen. Je nachdem, in welcher Dekade man geboren ist, empfindet man das früher oder später. Also die Auswirkungen kommen entweder früher oder später. Ja, was passiert jetzt, wenn Planet Saturn in den Wassermann kommt und dort 2 Jahre bleibt? Saturn bringt große Veränderungen. Saturn bringt auch Verantwortung und neue Strukturen. Das passiert nicht immer leicht oder leichtfertig. Also man kann sich das so vorstellen, Saturn ist wie ein Lehrer. Er will euch etwas nachbringen, er will euch etwas beibringen, er will euch irgendwie auch schleifen. Das ist nicht immer angenehm, ja. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie mit dem Lehrer früher in der Schule, also mit der Schule allgemein. Es waren nicht alle Fächer angenehm. Es gab auch Fächer und auch Lehrer, die genervt haben. Ja, aber letztendlich als Erwachsener ist man im Nachhinein froh darüber, dass man das alles mitbekommen hat, weil man braucht ja auch Mathematik, man braucht Geschichte, man braucht Deutsch, man braucht Fremdsprachen, man braucht einfach die Schule, um sich weiterzuentwickeln, um als erwachsener Mensch im Leben vorwärts zu kommen. Und genauso ist es auch mit Saturn. Er wird euch vor Prüfungen stellen, er wird euch vor Herausforderungen stellen. Das wird nicht immer angenehm sein, aber es ist vonnöten, um eine Veränderung herbeizuführen. Saturn hat auch eine Retardwirkung, das heißt, dass die Auswirkungen von Saturn, die halt innerhalb der nächsten 2 Jahre stattfinden, auch für spätere Jahre Auswirkungen haben werden. Vielleicht ist das jetzt oder im Jahresverlauf oder im nächsten Jahr noch nicht so klar ersichtlich, aber es hat sozusagen Spätfolgen, aber im positiven Sinne. So, und der zweite Planet ist Jupiter, der begleitet euch jetzt hier 1 Jahr lang. Jupiter ist auch im Dezember 2020 in den Wassermann gewandert. Er durchläuft ungefähr 1 Jahr
das jeweilige Sternzeichen. Ich glaube, im Frühling geht er mal kurz schon in den Fisch über, in die Fische über. Ja, aber im Großen und Ganzen begleitet euch Jupiter ungefähr ein Jahr lang. Und das ist sehr gut, weil zum einen wird Jupiter diesen Saturn-Einfluss, den ich vorher erklärt habe, so ein bisschen abmildern. Er wird euch die Veränderungen, die auf euch zukommen, etwas erleichtern, wird in die ganze Sache viel Leichtigkeit reinbringen. Jupiter ist auch ein Planet des Glücks, der Erweiterung, der Expansion. Also es werden Veränderungen stattfinden, die aber ihr mit Leichtigkeit oder mit, ja, mit Wohlwollen entgegennimmt. Entgegennimmt. Nimmt, nimmt. Oh Gott, es ist schon 12:30. Entschuldigung. So, nach einem Jahr verlässt euch Jupiter und dann bleibt ihr quasi noch ein Jahr mit Saturn zurück, mit dem Schleifmeister, und da wird es dann nicht immer so angenehm sein. Aber ja, es ist zu schaffen. Okay, jetzt lege ich aber los hier mit der Legung. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Astrologie. Da könnte man noch nächtelang ja, ganze Bibeln drüber schreiben, aber das erspare ich euch jetzt. So, ich lege jetzt los. Wir starten mit den Karten zum Jahresumbruch. So, muss ich mich gleich mal setzen. Also, ihr habt hier zum Jahresumbruch bei Wassermann 4 der Schwerter, 5 der Kelche und 7 der Schwerter. Ja, also zweimal Schwerterkarten. Hier mit diesen 4 der Schwerter. Liebe Wassermanngeborenen, ihr habt euch hier die letzte Zeit sehr zurückgezogen. Ihr habt euch aus einer Situation irgendwie rausgezogen. Ihr habt jemanden sozusagen ein bisschen stehen gelassen. Ihr habt hier mit diesen 4 Schwertern sehr viel Zeit auch für euch selbst gebraucht. Diese Zeit habt ihr auch für euch beansprucht. Ihr wolltet hier irgendwie Ruhe haben. Ihr wolltet euch hier mit etwas nicht auseinandersetzen. Irgendwas hat euch hier genervt. Irgendwas hat euch hier zugesetzt. Entweder war es die Person, mit der ihr es zu tun habt, oder es ist irgendein anderes Anliegen, was nur euch selbst betrifft. Ihr habt euch hier sehr stark zurückgezogen. Ihr habt auch so ein bisschen geblockt, ja. Und das tut euch hier ziemlich leid, ja. Also ihr bedauert das auch sehr, weil euch wird zunehmend bewusst, dass das vielleicht den anderen verletzt hat, dass das vielleicht auch zu Verlusten geführt hat, dass es hier auf der emotionalen Ebene einfach zu einer Missstimmung gekommen ist, wegen dieses Rückzugs. Das, hier sind einfach Enttäuschungen, ja, sichtbar. Und mit 7 der Schwerter sehe ich aber, ihr wart euch und dem anderen gegenüber diesbezüglich nicht wirklich ehrlich, ja? Ihr habt immer gesagt, ja, ich kann nicht, weil ich habe keine Zeit. Du weißt doch, ich muss so viel arbeiten und du weißt doch die Gesamtsituation. Also immer irgendwelche Ausflüchte, Ausreden. Eigentlich ist es hier so eine Flucht vor der Verantwortung. Es ist eine Flucht vor der Wahrheit. Ich weiß nicht, welche Gründe ihr hier genau gehabt habt. Ja, also ihr habt euch scheinbar auch mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt. Ja, und da fehlt so wirklich die Ehrlichkeit, muss ich sagen. Ja? Und hier mit diesen 5 der Kelchen, ja, es tut euch leid und ihr habt schlechtes Gewissen, aber trotzdem war das wie so ein Automatismus. Ihr konntet das wahrscheinlich irgendwie nicht aufhalten. So, auf der gegenüberliegenden Seite, also beim Partner oder bei den Menschen, mit denen ihr es zu tun habt, haben wir hier die Prinzessin der Scheiben, 2 der Kelche und 4 der Stäbe. Ja, das Gegenüber zeigt sich hier sehr offen und stabil und macht euch hier Angebote auf jeden Fall, ohne euch zu erdrücken, ohne euch in irgendwelche großen Verpflichtungen einzubinden. Also die sind
immer da und immer zuverlässig und bodenständig, ja. Die kommen, wenn die was zusagen. Ja, und hier mit diesen zwei der Kelchen und vier der Stäbe, ja, die wollen hier mit euch zusammen sein. Die wollen hier gemeinsam eine schöne Zeit erleben. Die wollen eine richtige Partnerschaft mit euch und ein Verhältnis in Vertrauen, in Geborgenheit aufbauen. Also die sind hier sehr aufrecht euch gegenüber, auf jeden Fall. So, und hier in der Mitte, die Karten, die zwischen euch liegen, sind sechs der Kelche und fünf der Schwerter. Ja, da brodelt aber Zoff. Im Geheimen brodelt da irgendwie Stress. Entweder wird es offen ausgetragen oder es wird unterdrückt. Ja, manchmal wird es unterdrückt und dann merkt man das trotzdem durch irgendwelche zynischen Kommentare. Auf einmal kommt dann irgendwie so ein komischer Spruch daher. Und mit sechs der Kelche, irgendwie gibt es hier Zoff oder Streitpotenzial wegen der Vergangenheit. Mit sechs der Kelche. Entweder wegen der Vergangenheit, wegen der Kinder oder wegen irgendeiner, es geht um irgendeine Sache, die schon sehr lange besteht oder irgendeine Sache aus der Vergangenheit. Ja. Wegen irgendetwas schwillt hier ein extremer Konflikt. Ja, das könnte auch zum Beispiel eine Banalität sein. Ja, man trifft sich hier zum Kaffee und dann redet man auf einmal wieder über früher. Und dann kommen so Sprüche, naja, deine Schwiegereltern haben schon immer dies und jenes, oder? Ja, also kommen Vorwürfe vielleicht, warum hast du das früher nicht anders gemacht? An deiner Stelle hätte ich dies und jenes gemacht. Also irgendwie so ein Bezug auf früher, auf alte Zeiten. Und das kann hier echt Stress hervorrufen. Das kann hier richtig Zoff hervorrufen, wenn man da in irgendwelche Vergangenheitsthemen reinrutscht. So. Schauen wir mal auf das erste Quartal. Das sind die Monate Januar, Februar, März 21. Was haben wir hier bei Wassermann? Das Ast der Schwerter, die Welt, die Mäßigkeit, acht der Stäbe und den Pagen der Kelche. Ja, lieber Wassermann. Also hier mit rausstehlen und irgendwie so rausreden ist nicht mehr so viel im ersten Quartal, weil da gibt es die Konfrontation mit diesem Ast des Schwert. Also hier kommt etwas zur Sprache, was euch vielleicht nicht schmecken mag, weil Ast des Schwert, da kann auch ein Schwert sein, was ins Herz reinrammt. Ja? Also hier kommt vielleicht eine Wahrheit raus, hier wird etwas ausgesprochen, was wahr ist, aber manchmal wehtun kann. Es kommt darauf an, inwieweit man sich wirklich mit der Realität auseinandersetzen möchte oder nicht. Wenn man dazu bereit ist, dann tut es nicht so doll weh. Aber wenn man dazu neigt, die Wahrheit ja wegzudrängen, dann ist es schmerzhaft, ja. Also hier kommt es zu einer Aussprache, hier kommt es zu klaren Worten und dadurch soll etwas beendet werden, ja. Also, ja, ich sag mal so, du wirst hier durch eine gewisse Wahrheit dazu angeregt, ein bestimmtes Verhalten vielleicht zu beleuchten und zu verändern, ja. Das ist wie so ein Drängen dazu, hier eine Kursänderung vorzunehmen. Ja, du sollst hier einfach mit etwas abschließen. Du wirst dazu aufgefordert, ein bestimmtes Verhalten zu erkennen, zu beenden und umzuwandeln. Ja, und ich glaube, du wirst dann auch merken, was gemeint ist, weil hier haben wir danach die Mäßigkeit, acht der Stäbe und diesen Bube der Kelche. Und das sagt mir, du versuchst hier so ein bisschen, du versuchst da Ruhe reinzukriegen, du versuchst da zu vermitteln,
Du hast auf jeden Fall die Bemühung, hier wieder mehr Gefühl reinzubekommen. Ja, du möchtest die Wogen glätten. Du möchtest auch wieder mehr Wärme hier reinbringen. Ja, du wünschst dir vielleicht auch, dass die Wunden, die entstanden sind, in Heilung kommen. Ja, du überlegst dir, was kann ich hier wirklich machen, um hier wieder mehr Liebe reinzubekommen in die ganze Sache, ja. Und du bist hier sehr aktiv mit diesen 8 der Stäben, ja. Du bemühst dich hier sehr stark, mehr Bewegung in die Sache reinzubekommen, transparenter zu kommunizieren. Und mit diesem Bube der Kelche zeigst du dich auch, ja, sehr lieblich und du zeigst hier guten Willen, du bist hier sehr versöhnlich. Ja, entschuldigst dich vielleicht auch für den einen oder anderen Fehler. Du hast hier auf jeden Fall die Einsicht, dass eine Veränderung von deiner Seite aus kommen muss. Ja. Okay, schauen wir mal hier beim Gegenüber. Da haben wir 10 der Schwerter, 4 der Stäbe, 2 der Stäbe, den König der Stäbe und Ass der Schwerter. Jo, also hier mit diesen 10 der Schwerter, ich glaube schon, dass jemand die Nase voll von dir hat im ersten Quartal, muss ich mal so sagen. Da hat jemand irgendwie die Nase voll, weil er sich vorher ziemlich viel geärgert hat über dich. Und diese Person sagt sich jetzt, okay, wenn das sich hier so komisch entwickelt mit Wassermann, ich habe keine Lust mehr, mich drum zu kümmern. Ich werde mich jetzt anderen Sachen oder anderen Menschen zuwenden. Ja, wir haben hier diesen König der Stäbe, also die Person, mit der du es zu tun hast im ersten Quartal, wird hier sehr stark durch diesen König der Stäbe repräsentiert. Ja, dieser Mensch oder diese Menschengruppe ist sehr feurig im ersten Quartal. Ja, die sind vielleicht auch sehr impulsiv, sehr ungeduldig, auch mit dir. Dieser König der Stäbe, der guckt hier auf 2 Stäbe und 4 Stäbe. Ja, die gucken, wie können die aktiv hier was Stabiles aufbauen? Wie können die hier mit positivem Elan irgendwas anpacken, sich irgendwie was Schönes hier zaubern? Ja, ob mit dir oder ohne dich, weil der König der Stäbe, der ist sehr unabhängig, ja, der kann, wenn er will, auch sein eigenes Ding drehen. Das ist jetzt hier keine Heulsuse, die dir ewig hinterherrennt und nach dem dritten Anruf dann nochmal anrufen und die ganze Mailbox voll quatschen und vor der Tür stehen und sowas. Nein, nein. Also der König der Stäbe, der ist auch sehr stolz. Ja, der zeigt hier irgendwelche Bemühungen in deine Richtung. So, aber wenn das nicht fruchtet, dann hier, ne, dann beerdigen die das Projekt. Und der König der Stäbe, der hat auch dieses Ass der Schwerter hier im Rücken. Dieses Ass der Schwerter ist auch hier bei dir. Ich glaube, im ersten Quartal wird dieser König der Stäbe dieses klare Wort hier sprechen, ja, der wird hier irgendwas abschneiden, der wird hier irgendeine Ansage machen und dann wird er sich umdrehen. Ja? Ich glaube, der wird hier irgendwas verkünden und dann wird er sich aber sehr unabhängig zeigen, ja, so nach dem Motto, okay, das passt mir jetzt nicht und du wirst vielleicht das Gefühl haben, ja, früher hat er immer öfters angerufen und wollte jeden Krimskrams ausdiskutieren und auf einmal meldet er sich gar nicht mehr oder ruft nicht zurück. Also du wirst schon merken, du wirst es zu spüren bekommen und dann auch verstehen, was da läuft. So, kommen wir zum zweiten Quartal 2021. Das sind die Monate April, Mai, Juni 2021. Da haben wir hier bei Wassermann den Teufel, die Gerechtigkeit, 6 der
Kelche, den Stern und vier der Kelche. Ja, mit dem Teufel, ja, geht es um einen Teufelskreislauf. Etwas, was nicht richtig ist, etwas, was schädlich ist, ja, was einem nicht gut tut oder anderen nicht wohl tut. Da kommt jetzt die Gerechtigkeit rein, ja. Also wer von den Wassermann Geborenen, ja, bis jetzt sich immer wieder auf dem falschen Gleis befunden hat, der wird zurechtgestutzt hier mit der Gerechtigkeit. Ja, da gibt es dann kein Entkommen mehr im zweiten Quartal. Da komme ich nochmal auf Saturn zurück, ja, dieser Schleifstein, dieser Lehrmeister, ja, da wird er euch vielleicht zum ersten Mal hier so ein bisschen ins Gewissen reden, weil hier geht es um sechs der Kelche. Es geht um eine bestimmte Verbindung, die schon lange besteht. Hier könnte es auch um familiäre Angelegenheiten gehen, es könnte hier um Kinder gehen. Irgendeine private Beziehung, die schon sehr lange besteht. Ja, da kommt sehr viel Klarheit rein. Und mit den vier der Kelche wird angezeigt, es kommt Klarheit rein, dass ihr euch, liebe Wassermann-Geborenen, gegenüber einer bestimmten Person, die ihr schon sehr lange kennt, lange Zeit abweisend gegenüber verhalten habt. Ja, euch wird hier bewusst, dass ihr lange Zeit euch ablehnend verhalten habt, also entweder direkt oder indirekt. Und ja, euch wird auch bewusst, dass das für den anderen verletzend war. Das alles kommt hier sehr zur Sprache. Das wird euch irgendwie direkt oder indirekt wird euch das klar gemacht. Hier mit dem Stern ist eine Empfehlung. Bitte versucht, wenn ihr da zu sehr, wenn euch das zu sehr runterzieht, ja, wenn ihr da nicht so richtig rauskommt aus dem Strudel, versucht da ein bisschen in die Vogelperspektive zu gehen und ja, vielleicht die Sachen objektiver zu betrachten. Versucht euch mal ein bisschen mehr in den anderen rein zu versetzen, ohne gleich ja, emotional zu werden, ja. Ich meine, ihr seid sowieso nicht die Leute, die sich da extrem in solche Gefühlslosigkeiten reinfallen lasst. Ihr könnt die Sachen schon sehr sachlich betrachten, ne? Aber hier Distanz bringt auf jeden Fall Heilung und auch Kraft und Klarheit. So, was haben wir beim Gegenüber? Sieben der Kelche, sechs der Münzen, den Ritter der Kelche und sechs der Stäbe. Also beim Gegenüber ist hier auf jeden Fall eine Enttäuschung sichtbar. Und wenn es keine Enttäuschung ist, dann ist es ja irgendein Chaos oder Nebel. Die wissen gar nicht, woran sie bei dir sind, lieber Wassermann. Ja? Das kommt daher, weil hier mit diesen sechs der Münzen, die fühlen sich einfach so ein bisschen veräppelt von dir. Ja? Die Münzen sprechen ja von Stabilität und auch von Finanzen, von Ressourcen. Und das Gegenüber hat hier definitiv das Gefühl, ich habe gegeben und gemacht und getan. Ich habe mich hier immer bemüht, dass wir hier irgendwas gemeinsam aufbauen. Ich habe hier immer reingebuttert. Ja, kann auch finanzielle Aspekte haben, dass jemand immer gegeben hat und irgendwas finanziert hat, sich mehr finanziell an gewissen Sachen beteiligt hat. Also das Gegenüber hat zumindest das Gefühl, dass es ja, dass die viel zu viel gegeben haben und viel zu wenig von dir zurückbekommen haben. Deswegen hier auch diese Irritation, ja, diese Enttäuschung, dieser Nebel auch, ja, wie kann das sein? Ich habe mich immer bemüht, ich habe es doch immer gut gemeint, ja. So, und ich glaube, hier mit diesem Ritter der Kelche wenden die sich zumindest zeitweise von euch ab und werden sich anderen Menschen oder anderen Tätigkeiten zuwenden, ja, wo sie dann anscheinend viel Spaß haben mit sechs der Stäbe, ja.
Die werden sich dann anderweitig orientieren und da auf jeden Fall sich sehr aufgehoben fühlen. Da werden sie auch in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Selbstwert mehr gestärkt, wie derzeit in eurer Verbindung. Derzeit, ja, also ich spreche hier von diesem zweiten Quartal. Jo. So, ich schaue mal jetzt in das dritte Quartal 2021. Das sind die Monate Juli, August, September. Da haben wir hier bei euch, liebe Wassermann geboren, 8 der Kelche, den Eremiten, 3 der Kelche und den Narren. Bitte nicht irritiert sein, warum hier ja, verschiedene Anzahl an Karten liegt. Ja, wenn da manchmal mehr rausfliegen, dann füge ich die einfach dazu. Also hier haben wir bei Wassermann 8 der Kelche und es geht um eine Stimmung, es geht um eine Situation, wo Traurigkeit entsteht. Das ist hier eine Abschiedsstimmung. Es geht hier um jemanden, der sich abwendet, weil er sich ungeliebt fühlt, weil er sich unwohl fühlt in der Verbindung. Also, es muss nicht sein, dass du das bist, lieber Wassermann. Es muss auch nicht dein Partner sein. Es kann auch eine weitere Person sein, die mit euch irgendwie Kontakt hat, ja, die sich hier abwendet. Und diese Tatsache macht euch traurig, lieber Wassermänner. Wir haben hier mit diesen drei Kelchen irgendeinen feierlichen Anlass. Hier ist eine Feier, eine Geselligkeit, ob jetzt im kleinen oder größeren Rahmen. Hier ist irgendwie Partystimmung. Und ich habe aber den Eindruck, dass Wassermann sich hier davon zurückzieht, davon abwendet. Also es kann vielleicht auch irgendeine schöne Feierlichkeit sein, ein schöner Anlass. Aber Wassermann empfindet das irgendwie nicht so, ja? Also Wassermann spielt hier huhu, haha, ist alles so schön und macht hier irgendwie mit als danach. Ja, also Wassermann lässt sich hier nicht so viel anmerken, aber Wassermann ist eigentlich im tiefen Innern sehr ernst und gefasst über diese Situation und guckt hier auf diese 8 Kelche. Also, hier ist irgendwie so ein bitterer Beigeschmack, obwohl es hier eine schöne Stimmung gibt, hier mit diesen 3 Kelchen. Ja, es ist irgendwie etwas Schönes und was Trauriges in einem. Ja. Aber wie gesagt, Wassermann, ja, spielt hier nach außen den Narren, den Hofnarren, den Joker. Ja, ist ja alles so toll und wir machen alle mit und wir tanzen im Kreis. Also es ist hier so ein bisschen Showmaking, ja. So, wir schauen mal hier beim Gegenüber. Da haben wir die Hohepriesterin, den Magier, das Ass der Stäbe, den Ritter der Schwerter und den König der Kelche. Also bei der Hohenpriesterin sehe ich immer sehr viel Fische-Energie, weil die Hohepriesterin ist sehr verschwiegen, ja, die verarbeitet Dinge in ihrem Innern, die ordnet die Dinge auch im Innern, aber lässt da nicht so viel raus. Mag sein, dass ihr auch im diesen Zeitraum mit jemandem zu tun habt, der sehr ruhig ist, sehr introvertiert, sehr verschlossen, der euch nicht alles erzählt, der vielleicht auch Geheimnisse vor euch hegt. Beim Gegenüber wird auf jeden Fall hier irgendein Neustart organisiert. Die planen hier etwas, die versuchen hier auch gewisse Dinge in ihre Richtung zu lenken. Ja, die haben hier sehr viel Einfluss auch in dem Zeitraum. Hier ist sehr viel Neustartenergie, sehr viel Kraft ist hier ersichtlich. Hier mit dem Ast der Stäbe, ja, die sind auch feurig unterwegs.
Die versuchen euch auch so ein bisschen mit anzustecken, ja? Also ich komme hier nochmal auf diese drei Kelche zu sprechen. Das hat irgendwas mit diesen drei Kelchen zu tun, was hier passiert. Da ist viel Action auch und die versuchen euch so ein bisschen anzustiften, damit einzusteigen. Ja, hier findet etwas ganz Neues statt, aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Neue so rein ist. Die Hohepriesterin ist schon sehr rein, ja, also ihre Absichten sind auch sehr rein, aber hier der Magier, der ist manchmal so ein bisschen manipulativ, ja. Es kommt mir irgendwie so ein bisschen erzwungen rein, ja, hier wird irgendetwas so ein bisschen erzwungen. Aber hier mit diesem Ast der Stäbe, die versuchen dich auf jeden Fall, lieber Wassermann, sehr dafür zu begeistern. Und interessant, wir haben hier diesen König der Kelche, der sich so ein bisschen abwendet von der ganzen Szenerie. Der guckt so ein bisschen weg, der guckt hier so leicht nach rechts, der guckt weg von diesem Geschehnis hier. Und der schickt hier auch so einen Ritter der Schwerter los. Es gibt hier jemanden, es gibt hier eine Person, die sehr kritisch auf das Ganze hier reagiert, die das Ganze sehr kritisch sieht. Vielleicht weiß auch dieser König der Kelche, dass diese Nummer hier mit dem Magier irgendwie gefakt ist, ja? Oder gespielt ist, aufgesetzt ist, inszeniert ist. Dieser König der Kelche ist irgendeine weitere Person. Könnte ich hier auch, ja, ich erwähne das immer so nebenher, ja, könnte hier Krebs, Skorpion oder Fische Sternzeichen sein. Diese Person hat auf jeden Fall viel im Element Wasser. Diese Person ist aber sehr weise, weil es ist ein König, ja. Diese Person ist sehr weit entwickelt, aber gleichzeitig auch sehr emotional bewegt, sehr sensibel. Diese Person äußert hier Kritik, ja. Die findet das hier irgendwie blöd, was hier abläuft. Ja, diese Person kritisiert hier diese Aktion. Ja, irgendwie hast du es hier mit zwei Parteien zu tun im dritten Quartal, lieber Wassermann, und diese zwei Parteien sind sich irgendwie nicht grün. Und du bist da irgendwie mittendrin, weil wir haben hier auch bei dir drei der Kelche. Es geht um irgendeine Aktion innerhalb einer Gemeinschaft oder Dreierkonstellation ist irgendwie angezeigt, ja. Ja, dieser König der Kelche, der sieht das Ganze irgendwie nicht so toll. Der will sich auch hier distanzieren von der Szenerie. Der will sich hier von dem Ganzen rausziehen. Ja, der sagt hier irgendwie so ein paar bittersüße Wörter. Der lässt hier irgendwas vom Stapel und dann dreht er sich weg. Aber er sagt die Wahrheit. Also dieser König der Kelche, wenn er dann kommt und hier paar Knaller ablässt, sei dir gewiss, lieber Wassermann, er ist im Recht, weil er hat hier dieser Ritter der Schwerter, der hat ein Schwert in der Hand, das Schwert der Wahrheit, ja. Jo, schauen wir mal in das vierte Quartal. Letztes Quartal 2021, das sind die Monate Oktober, November, Dezember. Da haben wir hier bei Wassermann den Eremiten, die Königin der Münzen, 10 der Schwerter und 7 der Stäbe. Ja, es geht am Jahresende sehr stark um Rückzug. Es geht um, ja, Innenschau. Es geht darum, den Dingen auf den Grund zu gehen, in die Tiefe zu gehen, ja, aber nicht auf einer emotionalen Ebene, sondern auf einer sehr klaren geistigen Ebene, die Dinge strukturieren, ordnen, Bewusstsein, Bewusstheitswerdung. Also kann sein, dass Wassermann hier im letzten Quartal sehr viel mit sich beschäftigt ist, ja,
wenig Kontakt im Außen sucht, er für sich alleine sein möchte. Das bestätigt hier auch diese Königin der Münzen. Es geht darum, runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, seine eigene Stabilität wiederzufinden, wiederzuerlangen, beziehungsweise ja, die Dinge etwas ruhiger anzugehen, ja. Ich sehe dich ja auch sehr entspannt zum Jahresende, lieber Wassermann. Also du kümmerst dich wieder mehr um dich selbst, ja. Du gibst dir selbst wieder mehr Wert, mehr Zeit. Du verwöhnst dich selbst auch viel mehr. Du guckst, dass es dir gut geht, dass du immer was Schönes zu essen hast, dass deine Wohnung schön ist, dass du sie schön dekorierst, frische Blumen, ja. Also du bist hier sehr geerdet auch. Ja, du lässt dich nicht so schnell aus der Fassung bringen. Und hier mit diesen 10 der Schwertern, irgendein Konflikt, irgendein Stress, der vielleicht auch schon länger angedauert hat, ja, das beendest du hier, dem kehrst du auch total den Rücken. Ja, dem kehrst du hier total den Rücken. Das hast du abgearbeitet und mit 7 der Stäbe geht es stark um Standpunkte verteidigen, ja. Also du musstest dich vielleicht im Laufe des Jahres mit so einigen Sachen auseinandersetzen, immer wieder dich rechtfertigen, warum du etwas machst und wieso, weshalb. Und ja, das alles hat dich vielleicht auch zermürbt. Hier könnte es auch wirklich um Angelegenheiten gehen, wo auch andere mit involviert waren. Aber das alles lässt du hier wirklich, das legst du ad acta und du wendest dich dem Ganzen hier ab. Also ich sehe dich hier sehr ruhig, sehr entspannt und ja, sehr im Rückzug auch. So, was haben wir hier beim Gegenüber? Da haben wir 10 der Münzen. Hier den Turm, die Hohepriesterin, 5 der Kelche und 8 der Schwerter. Also es geht hier erstmal um eine Situation, die nach außen hin als heile Welt erscheint. Ja, mit diesen 10 der Münzen. Hier geht es um Menschen, denen es offensichtlich nach außen sehr gut geht, die nach außen stabil wirken, anscheinend auch, ja, gesicherte Lebensverhältnisse haben. Ja, und denen geht es irgendwie gut nach außen. Die zeigen sich auch sehr ruhig, sehr entspannt. Aber es passiert hier irgendetwas beim Gegenüber. Hier haben wir nämlich den Turm. Irgendwie wird vielleicht auch diese Sicherheit, diese Stabilität erschüttert. Mit der Hohenpriesterin wird vielleicht ein gewisses Schweigen gebrochen oder irgendein Rückzug, irgendeine Situation, ein Mensch, der länger Zeit sich im Hintergrund aufgehalten hatte, vielleicht auch Sachen verheimlicht hat, ja, das kommt hier irgendwie alles zum Umbruch, zum Umsturz. Hier mit diesen 5 der Kelche und 8 der Schwerter. Irgendjemand kriegt hier ein Bewusstsein, dass er Mist gebaut hat, ja, dass er vielleicht auch Menschen verletzt hat mit seinem Verhalten. Also jemand ist hier sehr traurig über eine Situation, aber ich glaube, diese Person kann das nicht wirklich nach außen zugeben oder wenn die Person es nach außen zugibt, wird sie auch sagen, okay, ich habe das irgendwie versaut, ich habe mich da blöd verhalten, ich habe da Fehler gemacht, aber ich konnte nicht anders. Ich hatte keine Wahl oder ich war mit der Situation so überfordert, ich konnte einfach nicht anders, ja. Aber es wird offensichtlich, dass diese Person Fehler gemacht hatte. Also es kommt irgendwie raus. Ja.
Also hier hat jemand auch arg irgendwie mit sich selber zu kämpfen. Ja, hier zeigt sich jemand nach außen sehr geerdet, sehr stabil, sehr gefasst. Aber dann knallt es hier irgendwie ordentlich. Und dann, ja, werden hier Sachen offenbart, ja. Also hier sehe ich sehr viele Verletzungen und hier auch, hier wird euch, liebe Wassermanngeborenen, auch bei dieser Person bewusst, wie stark diese Person eigentlich innerlich instabil ist. Habt ihr vielleicht auch gar nicht vermutet bis dato, aber das wird euch hier gezeigt. Okay. Ich habe hier zum Schluss noch vier Karten. Das ist quasi eine Quintessenz, ein Resümee oder ein Ratschlag der Karten an euch. Hier haben wir die Gerechtigkeit, 9 der Münzen, 5 der Stäbe und den Gehängten. Diese Gerechtigkeit, ja, die taucht hier wieder auf. Die gab es, glaube ich, auch schon im zweiten Quartal bei euch, die Gerechtigkeit. Ich bringe diese Karte der Gerechtigkeit sehr stark mit diesem Planet Saturn in Zusammenhang. Hier geht es darum, Balance zu schaffen, Gerechtigkeit zu schaffen, wirklich auch seine eigenen Sachen in Balance zu bringen. Ja, alles, was vorher irgendwie überreizt wurde, was zu sehr in die falsche Richtung ging, wo vielleicht auch sich lange Zeit schlechte Gewohnheiten eingeschlichen haben oder falsche Strukturen aufgebaut wurden, die nicht zu euch passen, die nicht zu eurer Entwicklung dazugehören, die auch nicht förderlich sind für eure weitere Entwicklung. Da wird die Gerechtigkeit Situationen hervorrufen, die das alles wieder in gesunde Balance bringen sollen und werden. Hier mit diesen 9 der Münzen geht es sehr stark um Unabhängigkeit. Ja, das ist auch so eine Single-Karte. Hier geht es auch um das Maß der Dinge. Inwieweit ziehe ich mein Ding alleine durch? Inwieweit ist mir Selbstständigkeit, Autonomie, Unabhängigkeit wichtig? Wie weit möchte ich das ausreizen? Und was ist der Preis dessen, wenn ich hier wirklich vollständig mein Bedürfnis nach Autonomie, nach Unabhängigkeit ausleben möchte. Wie weit möchte ich das ausleben? Und was ist der Preis? Was ist sozusagen die Kehrseite der Medaille? Ja, das wird euch hier vor Augen geführt. Hier mit den 5 der Stäben geht es um Widerstände. Es geht hier irgendwie um chaotische Zustände, es geht um Meinungsverschiedenheiten und verschiedene Kräfte, die Unterschiedliches wollen. Ich denke, ihr werdet im Jahr 21 mit solchen Situationen konfrontiert werden, wo vielleicht Ordnung hergestellt werden muss. Vielleicht wird das auch an euch herangetragen, euch wirklich effektiv mit offenen Augen damit auseinanderzusetzen. Vielleicht müsst ihr auch Streit im Außen schlichten, ja? Vielleicht seid ihr das Familienoberhaupt und ihr müsst da irgendwelche Familienstreitigkeiten schlichten, ja? Irgendwelche Streitigkeiten zwischen den Geschwistern, die schon seit Jahren bestehen, da vielleicht Ordnung reinbringen. Also sowas, irgendwie Ordnung hier reinbringen und sich wirklich auch offensiv damit auseinandersetzen. Und hier mit dem Gehängten sehe ich schon, dass ihr um diese Aufgabe nicht herumkommt. Also wenn ihr sagt, okay, das geht mich hier gar nichts an, kommt der Gehängte und der wird euch so lange hier in eine Warteschleife reinhängen, bis ihr da wirklich hinschaut.
So, ich bin am Ende mit dem Video. Wie gesagt, es macht oftmals Sinn, sich diese Jahreslegungen zum späteren Zeitpunkt, also im Jahresverlauf, nochmal rückblickend anzuschauen. Dann erschließen sich so einige Sachen. So, meine Stimme ist schon ganz belegt. Also mache ich jetzt Schluss an dieser Stelle. Ich wünsche euch ein wundervolles Jahr 2021. Viel Gesundheit, viel Kraft, viel Optimismus, viel Kreativität. Das habt ihr sowieso drauf und das hilft euch immer wieder in schwierigen Situationen. Ja, macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss.